Nein, ich... Nein, was, was? Was? Was ist das denn jetzt? Ich bin hier gerade in einem Einsatz und er schleppt mich ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FA mit mir UOI und Bob ist wieder im Umland unterwegs. Ja, wir sind immer an einer ganz anderen Stelle. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Folge begonnen und dachte mir, hier irgendwie ist ein schöner Baum und da ist ein Anhänger. Und deswegen kann man hier meine Folge starten. Ach, ich muss übrigens hier noch auf 20 runter, damit ich keinen Hörsturz kriege. Ja, ich mache immer mit 20, nehme ich auf. Auch weil sonst das Video unterschiedlich laut und leise ist und deswegen muss ich das machen. Gut. Ja, was haben wir letzte Folge gemacht? Was war da? Wir haben jetzt normal gespielt, gell? Das war nicht die Helikopterfolge. Und danach noch eine gemacht. Ich bin so... Ja klar, mal eine gemacht, weil da haben ja auch die Leute geschrieben, ich soll eine SWAT-Folge machen. Müsste ich eigentlich ja mal machen. Also, ja, die Tage. Beziehungsweise einer der nächsten Folgen wird dann bestimmt wieder mal ein kleines Special sein. Einige haben mich gefragt, wann das Bewerbungsvideo für den Clan kommt. Die Tage, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mir da was einfallen lassen. Das sprengt halt leider, so wie bei meinen Sachen, oft ein bisschen den Rahmen. Ich möchte es aber trotzdem probieren und deswegen möchte ich mir da halt Zeit lassen mit dem Video. Und ja, ne, nur dass auch ihr wisst, was da Sache ist. Gut, ansonsten würde ich sagen, ja, spielen wir alles wieder an ein paar Tagen. Wir überholen wieder alle, weil das eigentlich voll dumm ist, weil wir überhaupt nicht nach Verkehrsregeln fahren, aber ist mir egal. Jetzt gucken wir erstmal, was Dispatch so für uns hat. Scheinbar gar nichts. Dispatch, hallo, ist sie eingeschlafen? Hallo, kriegen wir... Ah, danke. Ah. Harmony Supermarket Shoplifting. Da hinten. Ja, fahr mir... Danke. Alter, wie verpackt sind das ja. Okay, egal. Harmony gibt's Shoplifting, ja. Ladendiebstahl. Ja, den werden wir natürlich nachgehen. Weil sowas ist nicht gut. Sowas, schadet dem Geschäft. Ja, das wollen wir ja nicht. Sollen wir mal gucken. Was da eigentlich Sache ist. Das ist hier irgendwo rechts. Das ist der Laden. Ja, lass mich kurz rein mit seinen 5 km/h. So, kann man hier parken? Ich glaube, man kann hier parken. So, macht der vielleicht die Tür zu? Bob, macht die Tür zu. So. Hallo. Hey, Officer, das Scumbag ist in the back. Ja, das ist schön. Guten Tag. Was geht hier ab? How are you today, Officer? Ah, das besprechen wir mit Security. Okay. You've just had attempted shoplifting. You just had an attempted shoplifting incident. Luckily, we managed to catch them in the act. Stuff like this happens so often nowadays. His attempted loot is valued at $135. What complete rubbish. Achso, das sagt der jetzt. What complete rubbish. I was just going about the business, you know. Achso, looking for stuff. Suddenly, when I'm about to leave with nothing, this prick just grabs me. I wanted to put the stuff back, but he dragged me in here. I've basically been assaulted, officer, I want to make complaint. Ja, wow, wenn du was gestohlen hast, dann hat der ja wohl das Recht, dich hier reinzuziehen. Komplett dumm. Also den nehmen wir mit. So. Komm, ich würde eigentlich umgehen mit einer... Machen wir das Stun-Gun. Stun-Gun-Style. Die neue Situation ist, wie sie fit. Ja, ich sehe fit, dass wir hier den festnehmen müssen. So. Reach for the Sky ist ja auch geil, wenn der die Hände hochnehmen soll. Ein cooler Spruch von dem. So, Security. Sie können weiter Security-Dinge machen. Warum auch immer dieser Laden in der Security hat. Meines Ding hat 2 Regale und mehr nicht. Aber gut. Das, werden wir es mal nicht weiter hinterfragen. So, guten Tag. Da sind schon die Kollegen im Tahoe. Kollegen, so. Ja, komm, lauf. Do it. In die freie Welt. Ist okay so. Ich glaube, wir sind fertig. Die wird mitgenommen.
Wir fahren. Oh, ich muss die Karre reparieren. Weil die mir voll hinten reingefahren ist vorhin. Lass uns gucken, was wir hier. Was macht denn der Ladenverkäufer? Da in dem Laden, der steht an der. Das war mein Licht. Der Detektiv geht raus, der Verkäufer macht immer seine Tiefkühldinger, ist mir egal. Ja, solange es sein Laden ist, kann er machen, was er möchte. Wir fahren mal weiter. Guck mal, ob wir hier noch was haben auf der Route 68. Das sind irgendwie coole Plakate. Ich finde es cool, dass die ganze Welt einfach von GTA so alles nicht ernst nimmt. Oh, ist um eine Verfolgung. Ja, hinter uns. Egal. Dass die einfach die ganze Welt so verarschen quasi. Also so in der Spielwelt gibt es nichts, was irgendwie ernst gemeint ist. Und das ist irgendwie mega witzig. Finde ich gut. Das ist lustig. So, Dispatch. Haben wir noch was? Possible unauthorized camping. Oh, nee, ist langweilig. So, haben wir vielleicht irgendwas mit, hallo, mit verfolgen? Ah, da werden welche gesucht, das ist doch immer witzig. Traffic Alert, ja, können wir machen. So, wie ist denn der? Der kommt uns entgegen, oder? Das ist der hier, ja, genau. Danke für die Delle im Auto. Wobei ich da ja eigentlich fast schon selber schuld war, aber naja. Wir sagen mal, der war schuld. Das kommt immer besser. So, welcher ist denn? Das ist der hier, gell? Dann fahren Sie mal rechts ran. Achso, ich muss übrigens hier noch, habe ich uns vergessen, die Time unfreezen, gell? Die ist ja mal gefreezt standardmäßig. So. Achso, zeig mal ein Licht drauf, bringt's. Hallo? Fährt der bitte rechts ran? Ich glaube, er fährt rechts ran. So, ich glaube, wir haben gerade ein bisschen zu lange gedauert, gebraucht mit unserem Licht hier und allem. So, mach die Tür zu, damit hier keiner reingeht und. Will er mich fahren? Okay, jetzt fick ich den. Also, das ist ja hier gut. So, komm. Nehmen wir den mit hier, ey. Was ist das bitte für ein Mongo? Aber wir sind auch nicht in der Verfolgung, sehr komischerweise. Obwohl der schon. Nur weil er ist jetzt nicht unbedingt schnell, aber. Ist ja schon komisch. So, komm, fahr rechts ran. So. Oh Gott, okay, nein, 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 wir machen die Sirene aus. Was ist das da vorne für ein Buggy, Alter? Der kommt hier irgendwie aus der Wüste. So. You notice an odor of alcohol. Alles klar. Ja, weil man hier Alkohol riecht. Ja, da müssen wir uns eigentlich den ganzen Scheiß sparen. Wir können ja mal Alkoholtest machen, just for fun. Ja, aber mal um sicher zu gehen, um den Beweis zu haben. Ja, okay, der hat definitiv zu viel. Der hat fast viermal so viel. Ja, ich bin krass im Rechnen. Ja, fast viermal zu viel. Dreimal, vier, viermal zu viel. Ja. Ja, schon richtig. So. Deswegen, ich denke mal an alle. Ich denke mal an. Ich nehme an, alle müssen aussteigen. Nicht, gehen nach Hause. Sie gehen jetzt nach Hause. Hallo. Will er mich verarschen? Jetzt. Weg da. Nee. So, den nehmen wir einmal fest hier. Weil der hat hier Alkohol und fährt hier durch die Gegend. Das ist nicht gut. Die Frau können wir ja wegen nichts irgendwie belangen. Weil die war ja nur dabei. Also die ist ja nur mitgefahren. Das kann man ja nicht wirklich was machen. So, mal einmal kurz für den Prisoner Transport. Für die geben wir eine Warnung, damit die sich verpisst. Nein, du machst hier nicht die Türen auf, Bob. Auch wenn es so ein Fetisch ist, für die Türen aufzumachen. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber es soll ja solche Sachen gehen. So. Tow Truck. Hallo, nein, die fährt jetzt da nicht. Aussteigen. Laufen Sie einfach weg. Deshalb, wenn Sie einsteigen. Hallo, aussteigen. So. Mein Gott. Dann kommt der scheiß Tow Truck, die möchte die Karre hier mitnehmen. Wenn die jetzt wieder einsteigt. Ja. Wenn du einsteigst. Du steigst hier nicht ein. Wir müssen die mal kurz hier ein bisschen wegschieben. Ich glaube, mit Steuerung T kann man irgendwie so ein. Die lernt auch nicht dazu. Kann jetzt da jemand das. Was machen die da, Alter? Nein, fahrt doch nicht, nein! Hallo? Nein, Alter, aussteigen. Boah, knallt der die Tür ins Gesicht. So, wenn sie jetzt wieder einsteigen wollen. Wenn sie einsteigen wollen, dann kriegen einen Kopfschuss mit Taser. Komm, machen sie's. Steigen sie ein. Ha! Okay, ich glaube, der Tow Truck kommt nicht. Wir hauen einfach ab.
Wir hauen einfach ab, das glaube ich am besten. Und reparieren einmal vor allem, weil die Karre ist wieder komplett kaputt. Na, soll sie halt das Auto mitnehmen, ist doch jetzt auch nicht mein Problem. Kann sie doch im Endeffekt sehr gerne machen. Ja, solange sie... Naja, okay, eigentlich kann sie es nicht machen, aber... Ist ja jetzt auch egal. So, da rennt einer rechts durch die Gegend. Was auch immer der vorhat. Ich glaube, der hat richtig Bock auf Rennen. So, Stone Police Vehicle. Oh, das kann man doch machen hier. Wo ist denn der? Ach, da ist der Tow Truck. Ja, der ist ja früh. Wo habe ich gerade dieses Ding da? Egal. Stone Police Vehicle ist da hinten. Nein, ich... Nein, was? 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 Was ist das denn jetzt? Ich bin hier gerade in einem Einsatz und der schleppt mich ab. Was soll denn die Scheiße? Also... Moment, was? Muss erstmal ein Bild machen, Alter. Wieso werden wir hier abgeschleppt? Und was mache ich denn jetzt? Leute, wir werden abgeschleppt, unfreiwillig. Müssen wir Handbremse... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich den von hinten irgendwie... Warte, wenn ich hier so schieße einmal. Alles ein Taser. Okay, warte mal. Wir werden hier einfach abgeschleppt. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz vielleicht scharf schießen. So, vielleicht lässt uns jetzt los. Wie kann ich denn mich davon lösen? Okay, dann müssen wir einfach rausspringen. Mein Auto. Mein Auto fährt weg. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ja, die Karre wird abgeschleppt. Super. Geil. Tja, das war's mit unserem Polizeiauto. Ich glaube, ich hole mal kurz ein neues. Ja, danke. Danke, dass sie mir wieder fett in die Seite fahren. Ja, reparieren wir einfach mal kurz ausnahmsweise. So, wir haben auch so ein Police Vehicle offen. Müssen halt wieder ein bisschen nach hinten fahren. Schleppt der Sack uns da einfach ab, grundlos. Ich glaube, es hakt. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie wir nach oben kommen. Hallo, Fahrradfahrer. Ganz kurz gucken. Da vorne kommt man links. Das ist auch optimal. Achso, vielleicht sollen wir vielleicht irgendeinem Code fahren. Dass man sieht, dass wir berechtigt schnell fahren. Und machen wir Code to High gleich. So, jetzt hier nach rechts. Oh, okay, alles easy. Der fährt da oben lang. Das heißt, wir fahren auch lang und schneiden den erstmal. Boah, da war das knapp. Oh, da kommt uns entgegen. Moment. Oh, okay, Verfolgungszeit. Ja gut, dann können wir gleich mal verfolgen. Okay, alles klar. In der Verfolgung von einem Polizeiauto, was genauso aussieht wie unseres. Was einfach eiskalt gestorben wird. Das Problem ist, wenn er jetzt aussteigt, müsste man damit rechnen, dass er irgendwelche Waffen hat, weil die Karre ist ja voll mit Waffen. Ja, man sieht es ja bei uns hier. Na, Schrotflinte und... Frontalcrash, scheiße. Schrotflinte und M4 ist es, glaube ich, was da drin hängt. So, da sollen sie mal überholen nicht. Ach, leck mich doch. Weiß ich. Ja! Ja! Genau. Okay, ich muss aber ganz... Wobei, muss ich reparieren? Na, nicht unbedingt. Wir fahren ohne Reparatur. Und nehme ich auch so gut hinterher. Gott, ey, ich fahre hier wieder überall rein. Aber ich gucke mir... Ich lasse mich auch viel zu leicht ablenken von Sachen. Das ist echt problematisch bei mir. Oh Gott, die Karre sieht aus wie... Weiß ich nicht. So, der fährt da vorne links. Dann tun wir es dem mal... Oh ne, wir fahren geradeaus. Wir fahren geradeaus und gucken mal, dass wir den abschneiden können. Wird der zwar bemerken, weil ich meine, wir sind nicht gerade leise und der Typ fährt parallel zu uns. Und das ist nicht wirklich... Vor allem fährt er schnell. Das ist nicht wirklich irgendwie ein Sichtschutz oder so. Müssen wir nur mal gucken, dass wir um die Kurve kommen. Ja, easy. Okay, wir sind dran. Okay, alles easy. Okay, der ist ziemlich schnell unterwegs. Vielleicht reparieren wir doch noch einmal, dass wir hier noch einigermaßen gut verfolgen können. Ausnahmsweise jetzt einfach mal. Dann fährt er vorne lang, dann sieht man die Rücklichter, wie die sich da... Ich finde, das sieht voll cool aus, wenn die sich so schnell, also hier... Was da links und rechts die Nummern steht, diese Rückfahrscheinwerfer. Die sehen irgendwie cool aus, wenn die so schnell sind. Keine Ahnung, wieso.
So, wenn wir eine andere Sirene oder machen wir die normale Sirene, dass wir hier nicht komplett ausrasten. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Ich habe hier Backup geholt. Ach schon, die sind ja gecrashed alle. Die hatten alle richtig Bock auf ihren Job. Bleiben sie stehen. Oh, oh. Aussteigen. Okay, jetzt haben wir den, oder? Oh, 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 oh. Komm, er hat zwei plattene Reifen. Plattene. Okay, scheiße. Ich glaube, er gibt der auf. Ich weiß es nicht. Er soll jetzt aussteigen, Mann. Oh mein Gott, da wird geschossen. Nein, aua, 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 aua. Alter, der überfährt die Kollegen. Aua, und ich werde ja auch überfahren. Danke, Kollege. Ja, Bob, steig hinten ein. Du verfolgst sie. Guck mal, wie krass wir die verfolgen, ey. Bob, aussteigen. So. Steigst du vorne ein und verfolgst weiter. Ja, easy. Die Karre ist natürlich wieder im Arsch, weil jetzt die Kollegen da wieder fünfmal reinfahren. So, die holen wir auch einmal. Der versinkt im Erdboden vor Scham. So, nach vorne ist der Herr Suspect. Vielleicht können wir ein Pitmanöver machen. Ja, er hat nämlich zwei plattene Reifen. Oh. Okay, das war, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Hm, oh, jetzt, wenn man jetzt hier, so, jetzt ist er drin. Okay, alles klar. Sollten aber uns hier ein bisschen hinter dem Auto verschanzen. Okay, er rennt. Alles klar. Aussteige auf den Boden, so rum. Hier auf den Boden. Okay, perfekt. Perfekt. Easy, den haben wir. Hey, auf den Boden. Auf den Boden, auf den Boden. Mann, dass du die einmal berühren musst und direkt wieder ausrasten alle. Verstehe ich alle nicht. So, einmal festnehmen. Und gut ist. So. So, für den haben wir schon geholt, gell? Habe ich gerade gemacht, glaube ich. So, wir müssen einmal kurz hier... Ja, machen wir kurz weg hier hoch. Was macht denn der jetzt? So. Dass uns hier die Sirene nicht auf die Nerven geht, dann holen wir einmal... Oh, wieso, wer kommt denn auf die, das G, die Taste zum Durchsuchen? Ach, was weiß ich. Ja, wir kriegen dann einen M4. Mensch. Okay, das ist nett. So, einmal Tow Truck hierfür. Und ja, wir wollen Police Vehicle abschleppen. Diesmal wollen wir es wirklich. Nicht nur so ungewollt. So. Fahren wir mal weiter und gucken mal, was wir hier noch so haben. Da kommt doch schon der Tow Truck. Das ist super, dass der uns aber abgeschleppt hat vorhin. Der macht richtig gute Arbeit, ey. So, Dispatch. Haben wir noch was? Grand Sonora Desert Supermarket Robbery. Vehicles, usual occupants wanted. Haben wir nicht irgendwie eine Verfolgungsjagd? Irgendwie. So, was mit Schießen noch? Wäre ganz cool. Ja, weil Schießen ist nämlich witzig. Ah, aber ich glaube, das sieht hier irgendwie nicht gut aus. Illegal Radio Broadcasting. Ach komm, mach mal das einfach. Hallo? Dispatch? Ich glaube, Dispatch ist gerade irgendwie umgefallen, weil irgendwie kriege ich keine Response mehr zum Radio-Bot. Möchte den annehmen? Okay, geht scheinbar nicht. Patrol Theft? Nee. Assist Triad? Nee. Ich hätte gern was richtig Geiles, Dispatch. Irgendwas wird dir doch wohl gerade passieren. Travis Top Backup, guck mal, sowas passiert immer sehr viel. 3 Kilometer. Nee, komm, 3 Kilometer ist krass. Vehicles Racing ist online, komm. Komm, ein, also, das werden wir jetzt ja wohl hinkriegen. Storm Police Week. Ja, das ist wieder irgendwie ein Robbery. Illegal Immigrants in Truck. Hoch. Wie hab ich nichts? Mein Navi. Ah, hier, so, perfekt. So, und jetzt gehen wir dahin. Ah, la 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 la. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier diese Illegal Immigrants aus dem Truck rauskriegen, beziehungsweise die da zur Strecke bringen, ja? Kann ja nicht sein, dass die hier einfach illegal ins Land einreisen. Das muss ja nicht sein. So, wir müssen jetzt irgendwie hier drehen einmal. Wo holen wir den einmal und dann gucken wir mal. Och, fährt denn der lang?
Oh, irgendwo hier. Alter, wie schnell ist denn der bitte? Was ist denn das bitte für ein Truck? Ist ein Wohnmobil, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Da sind irgendwelche anderen Sachen. Ich dachte, wir haben illegal im. Okay, gerne, haben wir scheinbar was anderes, aber wir müssen doch jemanden verfolgen. Das ist unsere Aufgabe. Keine Ahnung, warum und wieso und überhaupt. Das ist alles ein bisschen unklar, aber wir müssen den verfolgen, ja, das ist wichtig. Oh Gott, der fährt auf den Highway. Okay. Einmal Air Support und Kollegen. Oh Gott. Ah, die Karre raucht eh schon, also so. Genau, also so lange macht er eh nicht mehr. Oh, jetzt eh nicht mehr. Das ist eh keine Chance. Jetzt strahle ich dich an. Ja, dann ist Feierabend bei dir. Ja, schön wär's. Ja, komm. Gib wenigstens. Ah, danke. Ja, sei schon, er soll Gas geben. Mach das immer noch. So, kann ich jetzt eigentlich auch mal ein Backup bekommen? Wieso spawnt der eigentlich vor dem? Das ist voll unfair. Eigentlich so an sich. Alles klar. Wieso ist, wird die Sonne so krass dunkler, wenn ich. Ah, ne, jetzt nicht mehr. Okay. Gerade war irgendwie ein Bug drin. So, der fährt recht schnell. Ja, das heißt, wird eine recht spannende. Da wird gerade fast so ein Zivilisten gedreht. So, probieren wir einmal den zu Pit-Manövern. Oh Gott, das war dumm. Das war richtig schlecht. Aber hat zumindest geklappt. Der ist gut gegen die Leitplanke gefahren. Komm, der hat jetzt keine Chance. Aussteigen. Oh, ich habe ein M4 in der Hand. Ja, eine Pistole lieber. Nicht, dass hier noch irgendjemand rummeckert am Ende. Da kommen wir eh keine Chance. Jetzt auf dem Boden. Okay, den haben wir. Perfekt. Ja, dann nehmen wir den einmal fest. Das war jetzt chillig. Da haben wir noch, glaube ich, noch ein Auto, was flüchtet. Wenn der nicht schon. Genau, wenn der nicht schon festgenommen wurde. Aber scheinbar wurde er das. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr. Da können wir kurz auf der Map gucken. Nope, da ist nichts mehr. Okay, da haben sie den anderen auch schon festgenommen. Perfekt. Das ist doch schön. Achso, ein Suspect escaped. Okay, ja, gut. Ich mache mir halt die Welt, wie sie mir gefällt. Ne, haben sie ihn festgenommen. Ich finde es aber gerade. Man muss ja ganz kurz. Ich wollte soeben die KI loben, dass die hinter meinem Streifenwagen stehen bleibt. Ich lobe hier niemanden mehr. Habe ich jetzt beschlossen. Loben ist nicht gut. So, Tow Truck anfordern für diese. Naja. Mehr oder weniger schöne Karre. Die war sicherlich mal schön, aber naja, ist nichts draus geworden. Gut, wir fahren mal auf die. Okay, Bob fährt nicht auf die Seite, er steigt lieber als Beifahrer ein. Es macht mehr Bock. Dann fahren wir einmal hier rechts. Ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich denke, das ist eine wundervolle Zeit, um mal langsam ans Ende zu denken. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben heute keinen getötet. Keinen getötet. Keine Schüsse. Doch, Schuss haben wir abgefeuert. Oder ich. Aber getötet haben wir keinen. Das ist doch. Naja, Fortschritt nach 200 Folgen würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist auch mal eine schöne Bilanz, die wir hier haben. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in meiner Folge, wenn alles mit war. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ciao.